Hallo zusammen. Heute schauen wir uns an, wo wir die Spuren für die Sturmwebertollen finden können. Die Spur für die Tafeln der Erdknochen kann für uns vom Weltboss Waldschatten im Tal des Wächters auf Galen tropfen. Die Spur für die Tonscheiben des wahren Wegs tropft für uns aus Vulkanschlot-Events auf Galen. Gute Arbeit, doch es bleiben Fragen. Ich werde zu meinem Orden zurückkehren und von allem berichten, was geschehen ist. Die Spur für das Seil mit Doppelernteknoten droppt für uns aus Stoff- und Alchemievorkommen auf Galen und Hochinsel. Die Spur für das Leder des Versprechens der Zirkel droppt aus einer der täglichen Belohnungskassetten von den Dailies auf Galen. Die Spur für die geflochtenen, gesegneten Ranken droppt für uns vom Gruppenboss Blutwurz im offenen Verlies Zahnbrecherrinne auf Auridon. Das war auch schon alles zu den Spuren für die Sturmwebertollen. Wenn euch das weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Viel Geduld und Erfolg beim Farmen der Spuren. Viel Spaß im Spiel. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.